Wart Robert Luger von den Freiheitlichen. Es geht ja nicht darum, ob das ein Hackerangriff war, ob das ein Insider war, ob das ein enttäuschter ÖVPler war, ob das möglicherweise ein rosa-roter Elefant war, der das abgesaugt hat, diese Daten. Es geht um die Daten an sich. Natürlich muss die Justiz aufklären, wer das gemacht hat, keine Frage. Aber wir im Hohen Haus sollten uns nicht darum kümmern, denn wir haben heute ja schon gehört, dass wir nichts hören werden, sondern wir müssen uns darum kümmern, was diese Daten uns sagen. Und diese Daten sagen uns eindeutig, dass Sebastian Kurz sich hinstellt und sagt, okay, es tut mir leid, ich habe beim letzten Mal ganz, ganz viel mehr Geld ausgegeben als erlaubt und das ist auch illegal, das ist auch gegen das Gesetz und ich mache es nie wieder. Und im gleichen Moment frisiert er seine Buchhaltung, um 2 Millionen mehr auszugeben und meint nicht, wenn er sagt, das machen wir nie wieder, dass er es wirklich nie wieder macht. Er meint, ich lasse mich diesmal nicht erwischen. Und das ist ja genau der Punkt, über den wir sprechen sollen. Nämlich, was sagen uns diese Daten? Und diese Daten sagen uns, dass Sebastian Kurz es nicht immer ganz ehrlich meint, wenn er etwas sagt. Und schauen wir mal zurück in der Vergangenheit. Zu Zeiten, wo noch Mitterlehner Obmann war und Sebastian Kurz an seinem Sessel gesägt hat, alles nachzulesen im Buch von Mitterlehner, ist er durchs Land gezogen und hat Spenden eingesammelt, hinter dem Rücken von Mitterlehner und natürlich auch nicht eingehend auf die Parteikassen. Darüber sollte man auch einmal sprechen, steht im Buch von Mitterlehner. Könnte mal jemand gut lesen und einmal dementsprechend auch eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft machen. Dann, wenn man sich anschaut, was er auch mit uns gemacht hat, in die Hand versprochen, dass diese Regierung weitergeführt wird, wenn es gewisse Konsequenzen gibt, und dieses Versprechen dann in der Sekunde gebrochen. Das ist nämlich genau das, wovon ich spreche. Ich spreche davon, dass der Sebastian Kurz nicht das tut, was er sagt. Und wenn man sich den Nehammer ansieht, dann sieht man, dass das anscheinend in der DNA von der ÖVP drinsteckt. Erinnern Sie sich an die Plakatkampagne. Da wurde das Plakat enthüllt und da war ein Spruch drauf, den Herbert Kickl erfunden hat. Und das wusste Nehammer nicht. Und reflexartig, weil es in der DNA der ÖVP drin ist, hat er gesagt, ja, da war sicher ein FPÖler bei uns in der Druckerei, hat ein Foto gemacht und hat das ausspioniert. Reflexartig. So funktioniert das nämlich bei der ÖVP. Wenn man etwas falsch macht, muss sofort ein Schuldiger her und der heißt natürlich nicht ÖVP, das ist eh klar. Das heißt, man dreht einfach um. So wie bei dieser aktuellen Geschichte. Man ist Täter, weil man die Wahlkampfkosten illegal überschreitet und dreht sich dann zum Opfer. Das heißt, man kommt in die Opferrolle und ist ganz arm und wird von allen, von außen wird man bedrängt und der Sebastian ist ja ganz, ganz arm. Und warum gehe ich so genau ein auf die Historie des Sebastian Kurz? Denn bei dieser Wahl kann es passieren, dass viele ÖVP-Wähler dem Sebastian Kurz leider auf den Leim gehen. Denn er behauptet, er will den erfolgreichen Weg weitergehen. Er behauptet, er will weiter freiheitliche Politik machen, wie er sie ja mit uns so erfolgreich gemacht hat. Aber in Wahrheit will er das gar nicht. Was er will, ist einfach regieren, mehr Macht, Macht und Machterhalt. Das Spezialgebiet der ÖVP natürlich, das ist das, was ihn interessiert. Mit wem er regiert, ist ihm komplett egal. Und wenn es wieder in die andere Richtung geht, wenn sie wieder links abbiegen, wenn all das, was wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben, wieder den Bach runtergeht, ist das dem Sebastian Kurz auch egal. Deshalb kann ich nur jedem sagen, bitte unterstützen Sie die FPÖ, denn wenn Sie mit dieser Regierung zufrieden waren, dann ist das der einzige sichere und garantierte Weg, dass auch nach der nächsten Wahl keine Überraschung rauskommt, sondern der erfolgreiche Weg für Österreich weitergegangen wird. Vielen Dank. Zugemäß die Abgeordnete Crispa. Das war Robert Luger von den Freiheitlichen und nächste Rede.